Könnten Sie mal gerade schauen? Ja? Dankeschön. Vielleicht kennen Sie das ja auch, gerade im Zeitalter, wo jeder mit seinem Smartphone eine hochleistungsfähige Kamera mit sich hat, wird fotografiert ohne Ende, was ja auch gut ist. Allerdings stellt sich natürlich auch die Frage, darf man einfach so andere Personen fotografieren und darf man diese Fotos dann auch einfach hochladen, verbreiten oder weiter veröffentlichen? Um dieses Thema geht es in diesem Video. Mein Name ist Tobias Albers-Heinemann und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Das Recht am eigenen Bild, darum geht es heute in dem Video. Es wird festgelegt in § 22 im Kunsturheberrecht, für diejenigen, die sich da noch ein bisschen vertiefen wollen. Und in diesen Paragraphen heißt es eigentlich schon ganz klar, dass die Personen, deren Bildnisse, also Fotos oder Videos, wir veröffentlichen wollen, dass wir deren Einverständnis brauchen. Das heißt, es geht eigentlich nicht, die Leute einfach immer zu fotografieren und diese Fotos ja hochzuladen, in sozialen Medien zu verbreiten etc. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das hat auch was einfach auch mit der Selbstbestimmung auch über eigene Bildnisse zu tun. Allerdings gibt es, wie Sie sich vielleicht auch denken können, ein paar Ausnahmen, denn Sie haben ja sicherlich auch schon im Fernsehen, in der Zeitung Fotos gesehen von Veranstaltungen, von Menschenmassen. Und da fragt man sich ja auch, muss ich die jetzt alle um Erlaubnis fragen? Nein, muss man natürlich nicht, denn in § 23 vom Kunsturheberrecht, da sind einige Ausnahmen festgelegt. Und ja, die erste Ausnahme ist in der Tat schon die öffentliche Veranstaltung. Weil hier sagt der Gesetzgeber auch ganz klar, wer auf eine öffentliche Veranstaltung geht, der muss auch damit rechnen, fotografiert zu werden und dass das Foto dann entsprechend auch veröffentlicht wird. Wichtig ist aber hierbei, dass das Foto wirklich die öffentliche Veranstaltung abbildet und nicht eine einzelne Person im Porträt. Das geht dann schon wieder nicht. Also es geht wirklich um die Darstellung der öffentlichen Veranstaltung. In einer zweiten Ausnahme geht es um Motivschwerpunkt und Beiwerk. Was bedeutet das denn? Naja, stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Stadt und Sie wollen ein Denkmal fotografieren oder eine Kirche und auf dem Platz vor dem Gebäude sind ganz viele Menschen. Da können Sie jetzt ja auch schlecht sagen, könnt ihr mal bitte alle zur Seite gehen, ich möchte das fotografieren. Nein, Sie können in dem Fall die Kirche fotografieren und wenn das Hauptmotiv des Fotos diese Kirche oder das Denkmal ist und die Leute drumherum die Bildaussage nicht wesentlich verändern, dann gelten diese als Beiwerk. Sie sind zufällig mit auf dem Bild und haben, auf gut Deutsch gesagt, einfach Pech gehabt. Das heißt, wenn Sie dann ein Foto machen und da zufällig jemand durchs Bild läuft, Bildmittelpunkt aber ein Gegenstand, eine Kirche oder was ganz anderes ist, also nicht diese Person ist, dürfen Sie das Bild weiter veröffentlichen. Wie in diesem Beispiel. In diesem Beispiel ist ein Foto, wo ich auch mit drauf bin. Bildschwerpunkt ist ganz klar dieses Denkmal und ich bin scheinbar mit anderen Touristen zufällig mit auf dem Bild. In einer weiteren Ausnahme spricht man von Personen des öffentlichen Lebens oder Personen der Zeitgeschichte. Hierbei sind Prominente gemeint oder Stars oder Personen, die die Zeitgeschichte, ein zeitgeschichtliches Ereignis auch maßgeblich beeinflussen. Das heißt, wenn zum Beispiel Politikerinnen oder Politiker eine Rede halten oder wenn Stars der Popkultur vor Ort sind, können sie diese natürlich auch fotografieren und auch entsprechend die Bilder dann auch veröffentlichen. Wichtig zu wissen ist einfach noch, dass sich das Kunsturheberrecht, wo das Recht am eigenen Bild mit drin formuliert ist, sich auf die Veröffentlichung der Fotos bezieht und nicht auf das Erstellen der Fotos. Allerdings gibt es auch schon einige richterliche Urteile, die eben auch besagen, dass schon allein das Anfertigen eines Fotos gegen die Persönlichkeitsrechte des Abgebildeten verstoßen. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach so eine gute Richtlinie, sich anzugewöhnen, einfach die Leute zu signalisieren, sie zu fragen, ob man sie überhaupt fotografieren darf und ob man einverstanden ist, diese Fotos auch zu veröffentlichen. Dies als kleiner Einstieg in das Thema Recht am eigenen Bild. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie das unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, Sie im nächsten Video zu sehen und ich wünsche Ihnen alles Gute.